Gut, Mörgeli. Jetzt gehen wir das Mörgeli essen. Wir fahren jetzt 10 Kilometer, weil in dem Hotel ist ein Frühstück nicht inbegriffen gewesen. Jetzt fahren wir halt auf den Morten, gehen dort halt in ein Restaurant, gehen das Mörgeli. Dann fahren wir ja eben richtig los an Genf. Keine Ahnung, ob man es heute schon auf Genf arbeitet. Möglich wäre es theoretisch, aber I don't know. Mal schauen. Und ja, jetzt fahren wir erstmal 10 Kilometer bis nach Murten, haben dort gut zu Morgen gegessen. Und meine Uhr hat dann keinen Akku mehr. Und kann ich nicht schauen, wie lange das wir schon gefahren waren, wie viele Kilometer, bla bla bla. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt ganz entspannt. Eben, es ist schwer kühl bis jetzt. Aber ja, let's go. Bei diesem Traktor sind einfach alle Kisten abgeklopft worden. Weil ja, gestern Abend, heute in der Nacht, hat es so brutal geluftet. Das war crazy. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft in Murten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Morgen. Yeah. Bonjour! Ja, langsam. Ist so weit, langsam kommen wir in den französischen Sprachteil, sagt man dem so, oder in die französische Sprachregion. Langsam verlieren wir die Deutschschweiz. Ja, immer mehr ist Französisch angeschrieben. Und ja, langsam ist es für mich immer schwieriger, um ja, Sachen zu finden. Nein, Spaß. Ich habe natürlich das Handy. Aber ja, Französisch ist ja nicht so meine Stärke. Ja, haben wir jetzt ein bisschen hier in die Westschweiz rein. Lausanne wäre unser Ziel heute. Wäre natürlich übelst geil, wenn wir noch weiterkommen. Aber wir müssen jetzt zuerst mal auf Lausanne kommen. Und das ist jetzt schon noch ein Stückchen. Aber ja, nachher von Lausanne nach Genf. Das ist praktisch noch geradeaus. Und sind es dann glaube ich noch um die 60 bis 80 Kilometer. Und von da auf Lausanne. Sind es auch noch um die so 60 Kilometer. Also, wir haben glaube ich noch so um die 120 Kilometer vor uns. Ja, ich habe mein Outfit noch geändert. Ich habe jetzt die Jacke noch mal anlegen, weil es ist ziemlich kalt. Aber jetzt hier andere Hose angelegt und die haben irgendwie ein anderes Polster. Und irgendwie macht man meinen Arsch. Bis jetzt ja, noch nicht so wie gestern. Ich hoffe, es bleibt so. Und ja, bye. Mach halt. Das ist jetzt auch noch nicht weh zum Glück. Ich hoffe, es bleibt auch da. Und ja, eben, vielleicht hat es was genützt, gestern in Segobaden. Ich denke auch noch ein paar heute in Genfer Segobaden. Aber je nach Wetter mal schauen. Das Wetter sollte eigentlich gut sein. Ja, morgen kurz ein Schiffen, aber ja, ich denke, morgen Mittag sollten wir in Genf sein spätestens. Und ja, ich nehme euch mit. Lass wieder ein bisschen Musik laufen in meinen Kopfhörer. Ein bisschen Motivation, nein, eigentlich Motivation ist bis jetzt da. Ja, Hunger, schau, gelöst. Ja, eigentlich bis jetzt ist eigentlich ein perfekt, guten Tag gestartet. Ich hoffe, es bleibt so. Und ja, wir sehen uns später. Und eben, ich kann euch leider nicht sagen, wie viele Kilometer wir schon gefahren sind. Höhenmeter, bla bla bla, pipapo. Und yeah. Hallo Leute, ich will arrivé. Ville Lac, Canton Watt, Aho. Ich weiß nicht, ob es gesehen hat, wenn wir wollen. Aber auf jeden Fall noch ein paar. Wie heißt jetzt der See? Oh mein Gott, ich habe gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall. Jetzt sollen wir so hochfahren. Ich bin mit der Regenjacke am Start. Oh, ich sag doch. Ich gehe dann am Schwitzen wie noch nie. Und am Schnaufen. Da müssen wir ein bisschen hochfahren. Aber eben, die Regenjacke hitzt total auf. Aber ja, jetzt können wir dafür dann noch die neue Burgensee runterfahren. Yes!
Walid. Ich weiß aber jetzt leider nicht, wie weit das wir stehen, wie lange das wir schon fahren sind. Aber Gegenwind ist wieder am Start leider. Ja, ich spüre meine Beine, wenn es jetzt gerade so hoch geht. So. Und mein Haar macht ab und zu auch weh. Aber wir sind jetzt gerade so. Ja, da müssen in der unteren Hälfte vom Neuenburgersee ungefähr. Neuenburgersee ist es. Der andere Seite hinter dem Wald. Und sonst. Ja, schon. Ja, ein bisschen streng. Vorher war es immer geradeaus. Jetzt geht es bei ihm ein bisschen runter. Und die Luft hat meiner Meinung jetzt auch ein bisschen zugelegt. Aber ja, bis jetzt. Sonst ist alles gut. Ja. Ja, Leute, langsam aber sicher kommen wir ans Ende vom Neuchâtelersee. Heißt das so? Oh mein Gott, ich bin jetzt so scheiße. Bobo-Name merke und so. Ja, vorwärts noch hat es ein bisschen geregnet. Ich hoffe, es bleibt jetzt so sonnig wie jetzt. Ja, die Wärme ist okay. Es war wirklich brutal heiß gewesen. Aber ja, der Wind ist immer noch sehr stark. Aber ansonsten, das Arsch und Bein machen wir. Das Bein noch nicht, aber das Arsch machen wir genau wieder gleich wie momentan wie gestern. Gestern habe ich es aber schon viel früher gehabt. Ja. Leute, wissen doch gerade, wie es mir geht. Mir geht es gerade so, als wäre ich in der Schule. Und ich kann Minuten zählen. Und die Zeit geht einfach nicht um. Das gleiche ist da mit den Kilometern. Die Kilometer gehen da einfach nicht um. Ich habe vorher kurz auf dem Handy geschaut, wie viele Kilometer das dann noch sind. Oder beziehungsweise wie lange es noch geht, bis wir um den See sind. Also einfach eine Hälfte. Und ich habe gerade gesehen, dass wir vorher gerade ein bisschen weiter als die Hälfte waren. Also ich habe euch vorher wieder mal einen Scheiß erzählt. Sorry, tut mir leid, aber ich habe einfach gar keine Orientierung mit dieser Region. Irgendwie, ja, sieht alles viel kürzer aus, als es in der Realität auch wirklich ist. So, tut mir leid. Aber ja, jetzt machen wir uns dann mal langsam auf die Suche nach einem feinen Restaurant. Und ja. Leute, ich fühle mich gerade wie im Urwald irgendwie ein bisschen. Da so ein Sträußchen rechts und links. Jetzt irgendwelche Gebüsch. Aber ja, ich fühle es auch nicht so. Weil irgendwie stinkt es immer nach so See. Und der Geschmack hasse und so. Ach, also, ja, es stinkt einfach voll irgendwie. Ist voll hässlich da zum Fahren. Vor allem mit dem Rennvelo. Da aufs Kiesströssli. Ist auch sehr, sehr behindert. Aber ja, was will ich jetzt machen? Jetzt sind wir da durch. Und ja. Ja, salut zusammen. Also, ja, zum Mittag kann viel reinbiegen. Ich habe jetzt genug. Ja, jetzt kann ich da richtig verdauen. Ja, wir sind jetzt nicht ganz bis ans Ende vom Neuenburgersee gefahren. Wir sind jetzt aber gerade da vorne. Und ja, das nächste Ziel ist dann Lausanne. Das sind glaube ich noch 40 Kilometer oder so. Und hinter mir ist einer mit dem Töffli. Geil. Ja, eben. Nächstes Ziel Lausanne. Dort schlafen wir dann genau irgendwo. Ja. Yeah. Verdun le Bec. We made it. Eben, jetzt nach Lausanne. Und zwischendrin möchte man auch baden, wenn es irgendeinen See oder so hat. Aber ja, jetzt geschafft. Es taugt. Gesundheitlich geht es mir so mittel. Mein Arsch macht schon wieder ein bisschen weh, aber ja. Ja, der Gegenwind ist leider wieder am Start. Langsam geht schon wieder die Beine und so. Ja, irgendwie, keine Ahnung, mein Arsch macht wirklich jeden Tag mehr weh. Meine Beine. Nicht, aber es ist langsam echt unangenehm. Der scheiß Rennvelo hat so einen scheiß Sattel. Keine Ahnung. Ja, ich bin schon ein bisschen dankbar. Die einzige, dass wir mal in Genf sind. Aber natürlich auf die anderen. Ist auch ein bisschen schade, aber
Ja, also ich meine halt leider, wir haben den Schmerz und so, den scheiß Gegenwind. Aber ansonsten, ja, bin ich, also könnte ich problemlos noch ein bisschen weiterfahren. Ja Leute, wirklich, ich habe gerade richtig zu kämpfen. Ich bin ein bisschen unterzuckert. Ja, der Gegenwind liegt langsam auf. Und ja, ich bin jetzt überlegt, ich sehe, ob ich jetzt da, also mir besser gesagt, da schon irgendwo einfach mal Pause machen. Aber irgendwie haben wir gesagt, komm, den wir durchziehen, zumindest mehr. Können wir uns dann ja, am Abend ein bisschen zurückziehen. Und dann machen wir morgen einfach noch den letzten Teil am Genfersee entlang. Aber wirklich, ja, gerade richtig zu kämpfen. Ich habe auch noch einen Sonnenbrand. Schaut ihn mal an. Gefühlt unendlich lange Straße, von hier mal eine Stadt oder so kommt. Einfach nicht mehr geradeaus. Da neben mir ist jetzt so Weizen oder so. Ja, neben mir jetzt so Felder, Weizen. Keine Ahnung, da ist Gerste. Da so Sonnenblumen. Erdöpfel, alles mögliche Wasser. Und ich sage es euch, es fühlt sich an, als wäre einfach nur eine Straße für die Landschaft. Es kommt alle 1000 Kilometer mal in die Stadt. Ich bin sicher schon eine halbe Stunde wieder am Fahren. Und es ist noch bis jetzt wirklich gar kein einziges Dorf oder eine Stadt oder irgendwas anderes. Nur Straße, Straße, Straße. Unmotivierend. Meine Motivation, meine Energie geht alles ab. Ist wieder wie gestern. Auch noch nicht so schlimm. Jetzt brennt noch die Sonne voll hin. Wird auch immer wärmer. Der Wind hat wieder ein bisschen Anlauf, aber vielleicht kommt einfach wieder. Nicht so geil. Ja, vielleicht ist ein Dorf in sich. Da. Begrüßung mit dem Schloss, wie fast jedes Dorf. La Sarat. Keine Ahnung, ob ich da richtig ausspreche. Boah, meine Nerven sind durch. Jetzt schön in den Kaffee. Dann noch 60 km auf Genf, ganz entspannt. Ja. Hey Leute, ja. Wortwörtlich, legen wir alle am Schwanz. Fahrer kurz nachgelöst. Es sind verdammte 36 Grad. Es brennt mich da viel im Berg rein. Es geht da hoch. Und ich habe einfach gar keinen Bock momentan mehr. Ey. Die Aussicht ist zwar geil, aber alles andere ist ziemlich scheiße momentan. Abkühlungen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der See ist jetzt noch etwas zu weit weg. Aber ich gehe glaube heute Abend noch, aber zum Glück hat es da gerade noch einen Brunnen. Ich würde sagen, wir gehen kurz rein, zuerst mit den Armen. Andere. Und nicht so ganz. Let's go. Ja, am Morgen war es wieder gut. Also am Morgen hatte ich ja Bock gehabt. Und am Nachmittag habe ich wirklich so richtig gemerkt, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ja, jetzt habe ich die Nacht gehabt. Und der Burger war richtig, richtig gut. Jetzt fahren wir eben noch so im Hotel. Am Schluss waren wir ein bisschen weiter vorne. Morgen fahren wir dann alles. Die richtig. In Genf sind wir, sollten wir morgen Mittag, wenn alles gut klappt, dort sein. Und eben heute Nachmittag, ja, hatte ich echt gar keinen Bock mehr gehabt. Es war erst heiß gewesen, gegen Wind. Und weißt du noch, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt noch aus dem Hotel. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu der letzten Etappe, zu Teil 4. Und ja,